Servus, hi, hier ist Tobias und wir sprechen heute über Hochzeitsspiele. Ich schenke dir Freudentränen und Glücksgefühle mit natürlichen und emotionalen Hochzeitsfotos. Ich finde es richtig klasse, dass du jetzt hier dabei bist, weil dieses Thema ist für die anderen sehr langweilig, anstrengend oder auch sehr lustig, positive Erinnerungen. Also du merkst schon, sehr zweischneidig hier. Wir haben für dich heute drei Spiele mitgebracht, die Eisbrecher sind, die eure Gäste zusammenbringen können und auch was Lustiges dabei ist als Erinnerung. Und am Schluss habe ich dir meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, das schönste Spiel bzw. das beste Spiel von den dreien für dich aufgenommen. Aber bevor wir jetzt wirklich zum ersten Spiel kommen, das ist ein kleiner Teil von Spielen. Es gibt ja Unmenge an Spielen, aber die drei gefallen uns besonders gut. Viel gemacht und gern gesehen, der Fingerabdruck. Der Fingerabdruck auf einer Leinwand zum Beispiel, wo dann jeder mit verschiedenen Farben seinen Finger draufdrücken kann. Aber ganz ehrlich, ist ein bisschen langweilig, oder? Machen wir doch mal eine Spur schärfer. Und zwar nehmen wir nicht den Finger, sondern den Mund. Stellt vielleicht sogar verschiedene Lippenstiftenfarben auf, wo die Gäste sich ihre Lippen bemalen können und dann einen Kuss mit ihrem Lippenstift da drauf bringen können. Ist vielleicht sogar ganz witzig bei den Männern auf jeden Fall. Was natürlich auch sehr toll ist, im Normalfall schafft man das vielleicht sogar, dass der Kussmund in der Mitte keine Farbe hat. Und somit kannst du vielleicht sogar noch deinen Namen reinschreiben. Somit hast du bzw. ihr als Brautpaar ein sehr individuelles Kunstwerk. Vielleicht entsteht sogar irgendwas Lustiges, aber auf jeden Fall haben eure Gäste damit sehr viel Spaß. Zweites Spiel, Gästebingo als Eisbrecher. Wie funktioniert das jetzt? Im ersten Moment gehst du jetzt in die Videobeschreibung, drückst auf die Telegram-Gruppe drauf und du hast dein fertiges Gästebingo. Weil in dieser Telegram-Gruppe ist eine PDF, die du ausdrucken kannst, Anzahl der Gäste und dann kann das jeder spielen. Was ist jetzt da drauf? Bestimmte Eigenschaften, die Menschen haben können. Und sobald einer eine Reihe hat, so oder einmal quer durch, hat er Bingo. Ihr könnt es noch interessanter gestalten, dass derjenige, der zuerst fertig ist, vielleicht auch einen Gewinn hat. Der muss am Anfang auch nicht bekannt gegeben werden. Man kann ja auch 10 Gewinne machen oder 12 Gewinne zum Beispiel. Und derjenige, der fertig ist, hängt dann an den dementsprechenden Platz sein Bingo dran. Und irgendwann während des Tages, wenn es dann genügend Gewinner gegeben hat, löst ihr dann das Rätsel auf sozusagen oder die Gewinne auf und somit habt ihr auch einen Anreiz, dass die Leute sich gegenseitig mit beschäftigen. Damit die Leute auch zu jemandem hingehen und sagen, hey, trifft das vielleicht auf dich zu? Hey, trifft das auf dich zu oder auf dich? Und so kommen die Leute ins Gespräch. Ihr kriegt ein positives Durcheinander bei den Gästen und nicht jeder bleibt einfach bei seinem Tisch stehen. Also nicht vergessen, Videobeschreibung draufklicken und dann hast du schon dein fertiges Spiel. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsspiel, zur Fotoaufgabe. Warum? Natürlich hat was mit Fotografie zu tun. Hat aber nichts mit dem Fotografen zu tun, sondern jeder hat ein Handy zur Hand, im Normalfall, oder sehr viele haben ein Smartphone dabei und haben dann auch eine Kamera dabei. Jeder Gast kriegt ein kleines Röllchen auf seinen Platz. Am besten, wenn zum Beispiel eure Trauzeugen das organisieren, wissen sie, wer wo ist und können vielleicht auch bestimmte Aufgaben zu bestimmten Leuten hinzutun, weil man dann weiß, ja, der bringt das cool rüber, mit dem können wir so ein Bild machen. Was muss jetzt auf diesem Kärtchen stehen? Im Endeffekt eine Aufgabe und die Aufgabe muss dann eingelöst werden. Zum Beispiel mache ein Bild als Selfie mit der Hochzeitstorte. Das wird dann an eine bestimmte Handynummer geschickt und diese Handynummer, der Mensch, der dahinter steht, der packt das dann in ein Video rein oder in ein Fotoalbum.
Und somit hat man wieder viele schöne Erinnerungen von diesem Hochzeitstag, die auf eine andere Art und Weise einfach passiert sind. Und nicht nur, man kann ja auch Polaroid-Kameras zum Beispiel hinstellen, einfach irgendwas fotografieren, sondern bestimmte Aufgaben. Und wenn du nicht nur willst, dass deine Gäste vor Freude lachen und einfach Spaß haben, sondern vor Freude weinen, weil sie einfach glücklich sind, dann schau dir dieses Video an, weil dann kann ich dir garantieren, sagen wir mal 99% garantieren, dass deine Gäste vor Freude auch weinen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, draufklicken und dann sehen wir uns gleich. Bis dahin, ciao!